nicht schmerzlos. Ich mach nochmal eins. Nochmal eins. So. Nochmal eins und dann nach Foto. Bleib so stehen. So, Achtung. Und winkeln. Kanal, liebe Freunde. Ja, wir haben heute etwas Wind und wir sind bei der Neueröffnung von Haribo dabei, den Outlet Store hier im Ochtumpark in Brinkum. Wir warten jetzt noch auf die Öffnung. Noch ist geschlossen, aber ein kleines Highlight haben wir für euch. Der wird jetzt noch mal zurechtgestriegelt, sag ich mal, ja. Und dann geht's auch gleich weiter. Ich hau mich weg hier, ja, geil. Schöner Abend. Boah, krass. Ausgesperrt. Feierabend. Frisch hier bei euch im Norden, ja, was ist los? Ja. Die steife Brise. So, wir machen jetzt wieder das für den Bahn. Jetzt ist der hier hin, das machen wir das gleich normal. Das sind so Spinnen. Die Schere. Ey, 2 Minuten, wir dürfen nicht mehr. Das musst du gleich machen. Die alle waren jetzt hier. Schleifchen hübsch gemacht. Holt mal schnell hinten die Schere. Ich sag dir was dazu. Ja. Mama, schick mal das Video, was du wieder gerade. Pass mal. Ja. Ja. Dann schicke ich hier das. Nein, das muss ich nicht schicken. Lukas, schickst du Stefan am Schiff? Lukas, hier hin. Ich kann es auch nicht. Ach, du kennst es auch? Ja, ich habe alles.
kommt ihr noch mal ein bisschen raus? Ja. So, na, weiter nach vorne. Ja. Lukas, er war noch zu mir. Ja. Kommt ruhig nach vorne. Der Bär. Ja. So. Okay. So, ja, liebe Bremer, Niedersachsen, Brinkoma, was man auch immer alles sagt. Ja, wir haben jetzt hier im Norden unseren zweiten Store aufgemacht. Ab jetzt gleich, Sie sind die Ersten. Schön, dass ihr da seid. Und ich würde mal sagen, es gibt jetzt erstmal einen riesigen Applaus für unseren Bären. Also, hier im Ochtumpark in Brinkom haben wir ab jetzt darf auch die Storeleitung oder der Bär durchschneiden. Jetzt geben wir denen noch die Schere. Ich hoffe, das bekommt er hin. Und wenn er das durchgeschnitten hat, dann ist der Weg für euch in unseren Haribo-Shop frei. Und es geht los. Einmal kräftig schneiden. Ja! Yeah! Herzlich willkommen hier im Brinkum-Ochtumpark. So, dann bleibt du hier und kommt an der Seite. Ja, der Laden ist jetzt eröffnet. Jetzt kommen wir rein. Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Danke. Haben wir auch eine Kleinigkeit hier gekriegt? Cool. Ja, was haben wir denn Schönes? Hier, neues Entdecken. Ne? Auch hier die Brezeln zum Beispiel, die kennt man ja. Ne? Und ganz wichtig hier die Frösche. Ne? Kirschen und hier gibt es sogar die Pötte im Übrigen. Ja. Und hier sogar so ein schöner Haribo-Beutel. Ja. Da nehme ich mir einfach mal einen von mit. Das schadet ja nichts. Und das andere haben wir erstmal eingepackt. Haben wir natürlich auch nochmal hier im großen Beutel. Ja. Sogar die Gläser sehe ich gerade. Ja. Kofferdinger hier. Ja. In verschiedenen Farben. Ja, der Goldbär läuft hier auch natürlich noch rum. Hier ist drüben natürlich noch richtig geile Sachen hier. Eiswürfelformen und Activity. Hier die Dosen, allerdings leer. Ja, natürlich auch mit dem Goldbären drauf. Ja. Richtig cool. Ja. Ja, aus aller Welt gibt es hier auch was, was ihr sonst irgendwie im Laden nicht bekommt. Ja, nehmen wir einfach hier mal die Super Piratus, ne? Als Beispiel. Ja, kennt man so hierzulande nicht. Das sind so Lakritzmünzen, sag ich mal, Lakritztaler. Ja? Hier natürlich auch für die Vegetarier oder Veganer. Alles auf Veggie getrimmt. Ne? Überraschungskiste, wie das ungefähr aussehen kann, was der Inhalt sein könnte. Ja? Nicht mal 16 Euro, also ein bisschen runter. Ne? Und ein Highlight sehen wir gleich. Hier hätten wir zum Beispiel ein Highlight. Unser Sven, hier beim Shoppen ist. Oben. So. Ja, den Goldbären natürlich hier auch mit drin. Ne? Schön einsortiert. Da gucken wir gleich nochmal gesondert. Die gibt es auch nochmal woanders. In kleinen gibt es die hier tatsächlich für einen Fünfer. Wir können ja mal einen rausholen, damit man mal ein bisschen die Größe auch sieht. Ja. Und den finde ich eigentlich ganz süß. Ja. Ich glaube, den nehme ich auch mit. Ja, den nehmen wir. Also den nehme ich. Ja. Nein, klar, je größer, desto besser und schöner, ist klar. Aber ich gebe mich schon mit dem Kleinen zufrieden. Ja. Man kann auch seine Tüten hier selber zusammenstellen, wie man das möchte. Ne, kleiner Becher, großer Becher. Und da könnt ihr dann alles reinhauen, was alles so gibt. Wie auch zum Beispiel hier diese Herzen, ne, die kennen wir ja noch. Schlümpfe, die großen sogar. Und Cola-Flaschen und so weiter. Ja, also allerhand hier. Ne? Ihr seht es ja selber, was hier los ist. Mit so einem Ansturm hatte ich auch gerechnet. Hier gibt es sogar Notizblöcke, Kugelschreiber in verschiedenen Farben. Ne? Zum Beispiel hier, der hier. Ich finde den am geilsten persönlich. Man kann auch natürlich den hier nehmen. Also was einem beliebt, ne? Rot ist natürlich auch vorhanden. Backform und Ausstecher. Ne? Tasten, nicht zu vergessen. Und
So ein großer. 7,99. Ach, für 7,99? Das macht ja der Zwing wohl auch nicht fett. Nee. Der ganze Haus kostet 49,99. Sogar Duschtücher gibt es hier. Oder das allseits beliebte Herz, was wir ja eben hatten. Die Colaflasche, Kirsche. Sogar hier solche Haribo-Gläser, Leute. Ja? Selbst die gibt es hier. Ja, entweder mit dem hier, wo das richtig schön reingeprägt ist, oder wo das hier aufgedruckt ist. Ja? Das könnt ihr euch aussuchen. Allerhand möglich hier. Ja, ihr seht, richtig was los. Ja? Ich gehe einfach mal so in die Runde. Und dann seht ihr ja, was Sache ist. Ja. Und wie gesagt, ich bleib bei meinem kleinen Bär. Auch wenn der große im Verhältnis, also der etwas größere, im Verhältnis dazu etwas günstiger ist. Ja? Das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Ne? Sogar hier Ausstecher mit Backform haben sie auch. Ne? Ja, der Bär, ah, der flitzt draußen rum. Da haben wir ihn. Ja, was haben wir noch so? Können wir ja mal kicken. Da gibt es immer was. Ne? Also zu gucken gibt es hier reichlich. Ne, da haben wir hier diese Pasta-Wasser, ne, diese in Regenbogenfarben hier. Die Leute stehen jetzt schon an, besonders mit den Überraschungskisten. Dabei ist das Video noch gar nicht hoch. Ja, dann haben wir natürlich auch noch hier so ein Backbund, ne, so ein Überraschungspaket oder so ein Paket mit für 15 Euro. Oder auch so einen schönen Adventskalender. Ne? Leuchtet sogar im Dunkeln, steht da drauf. Für 9 Euro, also gerade mal reduziert. Oh. Und ansonsten noch die Goldbeeren in verschiedenen Farben, Variationen, Reinsorten haben sie auch da. Ne? Und ich finde, da kann man nicht meckern. Ne? Und ich finde, die Preise sind auch noch im Rahmen. Ja, dann gucken wir gleich mal weiter, was wir noch so Schönes haben, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe. Wenn ihr natürlich eine Haribo-Party feiern wollt, wunderbar, alles hier schon in Tüten vorgefertigt. Ist natürlich nur das Süße drin, ne? Ja. Was genau? Schaut einfach mal rein, 45 Stück Inhalt. Ja, ansonsten haben wir hier soweit alles erstmal erfasst. Ne? Und dann kann ich nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Kommi, Abo etc. alles da. Ne? Und danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Video. Bleibt mir wohl gesund.